So the CLIQ is the first grassroots Romanian online organization. We are a community of more than 400,000 people that fight for justice, equality, human rights, and for a true democratic country. We are very grateful to the people at Bewegu Stiftung because we managed to do the organizing part of the CLIQ real. We did offline actions, we did organizing with small groups in the country, we did a lot of protests. Und hier in Roșia-Montana selbst war ich eigentlich fast umgeworfen von der Freundlichkeit des Empfangs, den wir hier erlebt haben, von der Wachheit und Lebendigkeit der Menschen hier und dann von der Schönheit der Landschaft, wo ich allemal verstehen kann, dass man wirklich nicht will, dass die zerstört wird, um des Geldes, um des Goldes willen. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, wie komplex die Probleme sind, die es in Rumänien gibt, was für Energie und Engagement die Leute, die sich engagieren, einbringen. Ich wünsche den Leuten, dass sie Erfolg haben mit ihren Kampagnen, dass sie das schaffen, mehr demokratische Strukturen durchzusetzen und dass sie auch die Kraft behalten, weil das alles längere Zeit benötigt, dass sie die Kraft behalten, um das durchzustehen. Wenn ich jetzt mal kurz nachdenke, ist, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt, dieser Platz hier, Roșia-Montana, und was er für eine Bedeutung für Zivilgesellschaft in Rumänien hat. Und das habe ich 2 Tage lang in Cluj gehört und jetzt habe ich es 1 Tag erlebt und das macht wirklich einen Unterschied. Und dann nehme ich von der Reise mit, dass man solche Reisen öfters machen sollte, weil es tatsächlich genauso wie bei unserer Lausitzreise vor 3 Jahren wieder so dieses Erleben von etwas ist, was man sonst nur auf Papier mitbekommt oder über Webseiten und so weiter. Und dieses wirkliche Erleben von gelebter politischer Arbeit, das ist einfach unbezahlbar.